Ein weiteres Hilfsmittel, was wir für die Herleitung der tiefengemittelten Gleichungen benötigen, sind die sogenannten kinematischen Randbedingungen. Und mit diesem Thema möchte ich mich hier in dieser Vorlesung beschäftigen. Kinematische Randbedingungen werden auch in dreidimensionalen Modellen beschäftigt. Es ist also eine wichtige Form oder eine Einteilung der Randbedingungen, die wir in Oberflächengewässern haben. Und eine davon sind die sogenannten kinematischen Randbedingungen. Nach dem Satz von Leibniz benötigen wir also auch das Thema kinematische Randbedingungen, um die Tiefenmittlung durchzuführen. Ja, um kinematische Randbedingungen zu motivieren, möchte ich erstmal einen wichtigen Begriff einführen, und zwar Tangential- und Normalvektoren an Flächen. Wir benötigen in unserem Fluss dann später die Tangential- und die Normalvektoren, um die kinematischen Randbedingungen zu beschreiben. Zunächst aber erstmal der Tangentialvektor. Ich habe hier mal aus der Wikipedia ein Bild herauskopiert, wo wir in dunkelgrau eine Fläche haben. Eine Fläche, eine beliebige Fläche, das könnte zum Beispiel unsere Wasseroberfläche sein oder unser Boden sein des Gewässers. Ja, und die Frage ist, an jeden dieser Punkte können wir nun eine Tangente anlegen. Und das Wichtige, was dieses Bild eigentlich verdeutlichen soll, nein, es gibt nicht nur eine Tangente, sondern es gibt unendlich viele Tangenten, weil die Tangente kann entweder in diese Richtung gehen oder in diese Richtung gehen oder in diese Richtung gehen. Also umlaufend kann es an eine Fläche unendlich viele Tangenten geben. Also die Tangenten an eine Fläche spannen eine Ebene auf, die sogenannte Tangentialebene. Wie man sich relativ leicht vorstellen kann, an jeden dieser Punkte kann ich eine Ebene ranpacken und das ist die sogenannte Tangentialebene. Wie beschreibe ich diese Art von Tangente und wofür brauche ich die? Ja, diese Tangente beschreibe ich erstmal dadurch, indem ich meine Fläche beschreibe. Meine Fläche ist nichts anderes als eine Parametrisierung Psi, die jedem Wert der Horizontalen eine vertikale Fläche, eine vertikale Koordinate zuordnet. Also xy, wenn ich hier eine Fläche habe, beispielsweise die Sohle eines Gewässers, den Boden der Erde oder sonst was, da muss ich jedem xy-Wert in der Geodäsie, dem Rechtswert und dem Hochwert, eine Ebene, eine vertikale Höhe zuordnen, die ich hier ZB nenne. ZB ist also ZB von XY. Im dreidimensionalen Raum habe ich also meinen Boden an irgendeiner Stelle XY und ZB von XY. Ja, das ist im Prinzip, wie auch immer diese Funktion Psi geartet ist, ob das eine Sinusfunktion ist für eine beispielsweise Düne oder ob das überhaupt mathematisch beschreibbar ist durch analytische Funktionen, das ist relativ egal. Der normalen Einheitsvektor, eine Tangente berechnet man in der Mathematik immer durch Ableitung. Ich muss also diese Funktion Psi einmal nach x ableiten und einmal nach y ableiten. Und wenn ich sie nach x ableite, bekomme ich hier den Vektor x nach x abgeleitet, ergibt 1, y nach x abgeleitet, ergibt 0 und zb von xy, was ja meine Bodenkoordinate ist, nach x abgeleitet, ergibt dzb nach dx. Wenn ich meine Funktion psi nach y ableite, ergibt hier 0, 1, dzb nach dy. Dieses d psi nach dx ist nichts anderes als die Tangente, wenn ich das mal als Vektor, das ist ja ein Vektor, wenn ich den hier auftrage, werden Sie sehen, das ist dieser Vektor, der, weil er ja in Richtung x zeigt, hier hat er eine 1. Der Vektor oder die Funktion d psi nach dy ist der senkrecht dazu stehende Vektor, der in y-Richtung zeigt, weil hier an der Stelle hat er eine 1. Deswegen zeigt er in y-Richtung. Aber er neigt sich entsprechend der Neigung der ihres Bodens da. Ja, und wenn ich daraus einen normalen Tangentialvektor machen möchte, dann muss ich den durch die Länge teilen. Wenn ich also aus dem d psi nach dx einen normalen Tangentialvektor, also einen auf 1 normierten Vektor haben muss, muss ich jeweils den Vektor durch seine Länge teilen. Die Länge des Vektors ist Wurzel aus 1 Quadrat plus dzb nach dx Quadrat. Das steht hier und dann ist das, und das sieht schon relativ kompliziert aus, nichts anderes als einen normalen Einheitsvektor in x-Richtung. Und das hier ist ein Tangentialeinheitsvektor in x-Richtung und das ist ein Tangentialeinheitsvektor in y-Richtung. Das wären meine zwei Vektoren und alle anderen Vektoren in dieser Ebene, in dieser sogenannten Tangentialebene, kann ich dann durch diese beiden Vektoren linear kombinieren. Jetzt möchte ich einen zweiten Vektor, und zwar jetzt brauche ich auch noch,
den normalen Vektor, das heißt den Vektor, der senkrecht zu dieser Fläche steht, der senkrecht auf unserer Grundfläche, dem Boden steht, den werden wir gleich benötigen. Es hätte also eigentlich hier eine eigenständige Vorlesung sein können über Tangential und normalen Vektor an Flächen. Aber den benötige ich auch. Ja, der ist relativ einfach. Den kann ich nämlich dadurch bilden, wenn Sie sich überlegen, dass das Vektorprodukt zweier Vektoren immer senkrecht auf diesen Vektoren steht. Wenn ich also das Vektorprodukt aus Tx und Ty bilde, dann kommt da der normalen Vektor raus. Tx liegt in dieser Ebene, Ty liegt in dieser Ebene. Senkrecht zu Tx und Y liegt der normalen Einheitsvektor. Das heißt, ich habe mein Tx, ich habe mein Ty. Und ich habe zwei Möglichkeiten, einen normalen Vektor zu bilden, nämlich entweder indem ich Tx mal Ty oder Ty mal Tx bilde. Das tue ich mal, wenn ich diese beiden Vektoren miteinander multipliziere, und zwar vektoriell, dann kriege ich dieses hässliche Ding heraus. Und wenn ich da noch gucke, dass das genau die Länge 1 hat, dann ist das hier der mathematische Ausdruck für den normalen Einheitsvektor auf eine Fläche. Die Fläche wird parametrisiert durch die Funktion ZB. Die muss ich nach x ableiten, nach y ableiten, bilde diesen Vektor hier und dann muss ich den noch entsprechend normieren. Damit kann ich mir an jeder Stelle einer Fläche, sei es die Sohlfläche eines Gewässers, sei es die Wasseroberfläche, sei es die geodätische Höhe, kann ich mir den Vektor senkrecht dazu, der normal auf dieser Fläche steht, bilden. Ja, was versteht man nun unter kinematischen Randbedingungen? Wir haben zwei Arten in der Strömungsmechanik von Randbedingungen. Zunächst erstmal die, ich will jetzt nicht sagen, an festen Rändern. Es geht mir darum, jetzt das an festen Rändern zu machen. Zunächst erstmal die sogenannte Stokesche Wandhaftbedingung, die besagt, dass wenn ich einen festen Rand habe, dass sich die ersten Moleküle der Strömung da nicht bewegen. Die ersten Wassermoleküle bewegen sich da nicht. An einem Boden beispielsweise, und deswegen sind alle drei Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit null. Das bezeichnet man als Stokesche Wandhaftbedingung. Und die zweite Bedingung, die ist etwas schwächer. Das ist jetzt keine Alternative, das ist eine alternative Bedingung. Die sind nicht beide grundsätzlich richtig, sondern richtig physikalisch gesehen ist nur die Stokesche Wandhaftbedingung. Eine Vereinfachung ist die sogenannte kinematische Randbedingung. Die besagt, das ist mir zu streng. Ich möchte an manchen Stellen sagen, es darf eine Strömung parallel zum Rand geben. Das ist die sogenannte kinematische Randbedingung. Das heißt, bei der Stokeschen Wandhaftbedingung sage ich, direkt am Rand ist die Strömungsgeschwindigkeit null. Bei der kinematischen Randbedingung besage ich, die ist etwas schwächer. Die Strömungsgeschwindigkeit ist null, aber sie darf nicht durch den Rand gehen. Sie darf nicht senkrecht durch den Rand gehen. Sie kann parallel zum Rand sein. Also heute klappt jeder Film hier nicht. Und weiter. Das ist die kinematische Randbedingung. Die kinematische Randbedingung sagt also, es darf nur senkrecht, hier habe ich mal den Rand aufgetragen für irgendwas, es darf nur senkrecht zum Rand keine Strömung geben. Es darf parallel zum Rand eine Strömung geben, aber nicht senkrecht dazu. Ja, was bedeutet das? Das ist eine Abschwächung der Stokeschen Randbedingung und die besagt, dass ich hier nehme, die Strömungsgeschwindigkeit am Rand mal normalen Einheitsvektor soll 0 sein. Und jetzt müssen Sie nur wissen, dass wenn ich etwas mit einem normalen Einheitsvektor multipliziere, dann ist das die Projektion auf diesen Vektor. Das heißt, normal zum Rand gibt es keine Strömung. Wenn das der Rand ist, gibt es in diese Richtung keine Strömung. Und das schreibt man in dieser Art und Weise. Ja, und wenn ich das jetzt einmal für unseren Boden durchexerziere, wenn ich also meine Strömungsgeschwindigkeit hier nehme, UB, VB, WB, und nehme das mit dem normalen Einheitsvektor mal, das war der hier am Boden. Ich habe die Normierung weggenommen, also es ist eigentlich nur er zeigt in normaler Richtung, aber er ist kein Einheitsvektor. Also mit dem normalen Vektor multipliziere, kriege ich das als kinematische Randbedingung heraus. Die kinematische Randbedingung besagt, dass meine Geschwindigkeit direkt am Boden in dieser Art und Weise berechnet wird. Dann ist sie parallel zum Boden. Das heißt, wenn zwischen der
Vertikalgeschwindigkeit am Boden, der horizontalen X-Geschwindigkeit und der horizontalen Y-Geschwindigkeit, und das sind die Ableitungen, das gilt, dann findet immer eine Parallelbewegung zum Boden statt. Dann gibt es keine Normalkomponente. Das bezeichnet man als kinematische Randbedingung. Etwas Ähnliches kann ich an der Wasseroberfläche machen, und ich habe Ihnen hier meine Wasseroberfläche aufgetragen. Da möchte ich es allerdings anders herleiten, und dazu müssen Sie hier an dieser Stelle die Vorlesung Advektion, Hydromechanik 1 Advektion oder Hydrodynamik 1 Advektion gehört haben. Schauen wir uns das Gleiche für die Wasseroberfläche an. Ich habe hier eine Wasseroberfläche mit einer Welle aufgetragen. Ich will eigentlich daran nur zeigen, dass wir später die Welle damit nicht simulieren können. Die Vertikalgeschwindigkeit wird natürlich Lagrange, die kann man begreifen als die Lagrangeschen Transport der Wasseroberfläche. Als Lagrangeschen Transport der Wasseroberfläche, das haben wir in der entsprechenden Vorlesung gemacht, wenn ich hier also die Lagrangeschen Ableitung der Wasseroberfläche bilde, dann sollte das die vertikale Geschwindigkeit ergeben. Also immer dann bewegt sich die Wasseroberfläche hoch, wenn ich in der Lagrangeschen Sichtweise, wenn ich eine Vertikalgeschwindigkeit habe. Ja, die Lagrangeschen Ableitung war einfach die Ableitung nach allen Komponenten und x und y selbst wieder nach t abgeleitet, das ergab die Strömungsgeschwindigkeiten. Also, groß dzs nach dt war partiell dzs nach dt, also nach dem ersten abgeleitet, dann partiell dzs nach dx abgeleitet mal dx nach dt und dx nach dt ist u. Und die ZS nach dy, hier hätte man das auch noch als Gleichung reingeschreiben können, mal dy nach dt und das ist v. Das heißt, an der Wasseroberfläche ist die kinematische Randbedingung durch diese Gleichung definiert. Das ist die kinematische Randbedingung und wir schauen einmal mal den Unterschied an. Am Boden fehlt ein Zeitableitungsterm. An der Wasseroberfläche ist ein Zeitableitungsterm. Das heißt, hier wird eigentlich nur der Unterschied dadurch beschrieben oder dessen beschrieben, dass sich die Wasseroberfläche zeitlich ändern kann. Die Wasseroberfläche zeitlich ändern kann, es fließt aber immer parallel zur Wasseroberfläche. Ja, und wenn wir uns diese Gleichung zum Schluss einmal anschauen, das habe ich hier einfach an der Stelle noch einmal anders geschrieben, dann steht auf der rechten Seite, wodurch kann sich die Wasseroberfläche ändern. Und wir sehen auf der rechten Seite zwei Arten von Thermen. Einerseits die ersten beiden Terme, die ja strukturell gleich sind, und auf der anderen Seite der W-Term. Die ersten beiden Terme, die besagen, es gibt eine zeitliche Wasseroberflächenänderung, wenn wir eine räumliche Wasseroberflächenänderung haben und eine horizontale Geschwindigkeit. Und das habe ich hier Ihnen einmal aufgetragen, was das bedeutet. Hier ändert sich die Wasseroberfläche in räumlicher Richtung. dzs nach dx ist ungleich 0. Hier fällt sie. Aber es gibt dazu eine Strömungsgeschwindigkeit in diese Richtung, die uns diese Änderung an einen Bezugsort, den ich hier aufgetragen habe, transportiert. Das heißt, im Zuge der Zeit wird dieser Punkt raufgehen. Er geht aber rauf, trotzdem es keine Vertikalgeschwindigkeit ist, sondern nur deswegen rauf, weil die Änderung der Wasseroberfläche in diese Richtung transportiert wird. Die zweite Termgruppe, die hintere Termgruppe oder beziehungsweise der zweite Term, ist das W, die vertikaler Richtung. Wir können, selbst wenn US und VS 0 ist, können wir eine vertikale Änderung der Wasseroberfläche bekommen. dzs nach dt ist gleich WS, heißt die Gleichung dann. Denn dann haben wir nämlich diese Änderungsform, dass einfach eine Vertikalgeschwindigkeit uns die Wasseroberfläche anhebt. Zusammenfassend brauchen wir später nur diese Bedingung an der Wasseroberfläche. Das ist die sogenannte kinematische Randbedingung. Die Strömungsgeschwindigkeit ist immer parallel zur Wasseroberfläche. Und diese kinematische Randbedingung am Boden, die da nichts anderes als besagt, auch am Boden ist die Geschwindigkeit parallel, also entweder 0 nach der Stokeschen Wandhaftbedingung oder parallel zum Boden.